Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 5. Wir sind alle wieder dabei und ja, Boomer, du auch. Wieder ein Schloss am Knacken. Das ist richtig interaktiv. Ich hab hier Boomer. Sorry. Jetzt. Das ist richtig interaktiv. Ich halte E gedrückt. Das ist richtig spannend, du. Macht richtig Spaß. Hätten die sich nicht mal irgendwas einfallen lassen können von wegen, ja, ein kleines Minigame oder was weiß ich. Nee, halten Sie eh gedrückt, um ein Schloss zu knacken. Dankeschön. So, ich quatsch jetzt hier erstmal mit dem Typen hier im Waffenladen. Tausend Dank. Hey, hier ist Hundefutter. Wir können Boomer füttern. Der Typ ist irre. Als ich das letzte Mal dort war, meinte er, er würde ein Kraftfeld bauen, um die Invasoren abzuhalten. Richtig, um die Invasion aufzuhalten. Nee, klar, wollte ich nicht. Jetzt werde ich erstmal wieder was verkaufen. Beute verkaufen. 330, was kaufe ich mir denn heute mal? Ja, immer noch. Howdy, Partner. Howdy, Partner. Fände ich ja schon cool. Das hätte schon so, was gibt's denn hier für schöne Waffen? Kosten alle so viel, 7000. Ja, Piloten, das hätte ich gern gemacht, aber Fliegen ist in diesem Spiel kacke. Deshalb werde ich das nicht mehr machen. Pilot? Kann man den Pilot machen? Piloten-Outfits. Die könnte ich mir mal leisten. Die finde ich nämlich nice. Beziehungsweise ich könnte auch mal... Ernsthaft? Ein Paddel kostet 3600? Ist das dein Ernst? Ja gut. Ich überlege, also, ob ich mir entweder eine Winchester kaufe. Also entweder hier die 4570 oder die MS-16. Ich finde beides geil. Und ich weiß, dass ich die MS-16 in den vorherigen Spielen immer gerne gespielt habe. Ich kann dir eins sagen. Ich kann beide nicht spielen. Weiß. Tut mir leid. Erreiche insgesamt 3 Widerstandsstufen in beliebigen Regionen, um diesen Gegenstand freizuschalten. Ah, okay. Das kann ich gar nicht, noch nicht spielen. Vielleicht kann ich mir Kleidung kaufen. Das müsste ich mir mal kaufen. Aber es kostet 9000. Ich glaube auch. Ich nehme mal das Ding. Gekauft. Und das wird jetzt. Das sieht auch ganz schick aus. Schalldämpfer kann ich mir nicht leisten. Sagst du mir nie. Fluchtfahrer 6000. Ich brauche 6300, meine Freunde. Wohl kann ich nicht einfach das einzeln kaufen? Was besteht das denn, dieser coolen Jagger? Das ist doch die. Kostet 2700 die Jacke, alles klar. Und ich nehme auch wieder mal den Bogen mit. Es kostet 3600, was ist denn falsch bei denen? Ja, ob du behindert bist, habe ich hier gefragt. Hosen 2007. Ja. Was machst du? Ich hab mal die neue Waffe getestet, die ich mir gekauft habe. Achso. So, jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können mit der quatschen, wir können da mit jemandem quatschen. Was sagt denn aktuell das Missionsdinge? Also wir haben aktuell noch eine Story-Mission. Oder wir quatschen jetzt mit beiden hier, dann kriegen wir wahrscheinlich neue. Ey, das ist Traktor. Komm, ich quatsche jetzt mal mit der hier. Ja, das ist Traktor. Jetzt erstmal mit dem da hinten. Der hat wahrscheinlich den anderen Mission. Hörst du mir bitte mal kurz zu? Weißt du, was diese Stadt braucht? Ah ja. Im Ernst jetzt. Das jährliche Hodenfest von Falls End ist eine jahrzehntealte Tradition. Hier die Möhre schneidet, ohne dass die Möhre kaputt geht. Du musst mal von hier gucken, oder siehst du es da auch? Ich sehe es.
Die Möhre liegt einfach immer noch. Und wenn die Rocky Mountain Austern kein Lächeln auf die Lippen zaubern können, dann kommt eh jede Freunde. Hilfe zu spät. Leider. Es geht besser. Wer war denn da so faul? Gottverdammten Sekte verschoben. Der hier, die Fritteuse hat sich auch selbstständig gemacht gerade. Ich möchte allen gehen, der daran gescheitert ist, perfekte Huevos zu servieren. Wir schaffen das. Aber zuerst müssen wir das Zeug für die Eierfeier aus dem Lager holen. Ein junger Kerl namens Kenny hat mir in der alten Scheune für siehst du das hier auf dem Boden? Ich bereite hier alles vor. Und du gehst drüber und holst, was wir brauchen. Oh, ja. Meine Schaufel, die ist kaputt gegangen. Eierfeuer, Nebenmission. Richtig. Die Schaufel hat natürlich auf vorne und hinten ein ein Teilding. Deswegen liegt da, liegen da auch zwei Dinger. Weicht nicht! Das war's wohl! Weicht nicht! Hilf mir, Bär! Hallo! Ich wollte nur das Lied wechseln. Ja, also was ist doch? Ob man und das Lied wechseln kann. Ja, jetzt ist es aber kaputt von mir. Ich weiß es nicht, dass das passiert! Mensch. Du kommst gerade richtig. Hallo? Da! Ah, jetzt quatsch mit der. Oh, warte, erstmal Geld klauen. Ich liebe diesen Zirkus. Wenn du hier vorbeikommst. Hey, Kollege. Ja. Und jetzt quatsch ich mit dir. Du hast eine ganz schöne Show hingelegt. Habe ich, danke. Du hast vielleicht Nerven, so in die Stadt zu marschieren. Die meisten werfen nur einen Blick auf Edens Gate und wenden sich ab. Weißt du, die redet gerade voll Ärzten im Hintergrund. Ich schmeiß mal was weg, heb wieder was auf. Ich schmeiß es nochmal weg. Jedes Mal, wenn Peggys kam und Streit gesucht haben, sprang Dad in seinen Truck und hat sie aus der Stadt gejagt. Er liebte diesen Truck. Er nannte ihn diesen Zirkus. Und diese Wichser haben ihn eine Woche vor seinem Tod gestohlen. Das liebte er auch. Sie haben den Truck gestohlen. Willst du die Sekte richtig sauer machen? Dann hol mir den Witwenmacher zurück. Den Witwenmacher. Sag der Sekte, dass wir nicht so leicht einknicken. Und gib den Leuten hier einen Grund zum Feiern. Er wird bei einem Getreideheber östlich von hier scharf bewacht. Aber ich glaube, du bist für den Job bestens geeignet. Mach mal. Was ist so eine Delle in deiner Theke? Naja. Komm mal mit, wir reden auch mit dem anderen jetzt noch. Komm hier nicht raus. Ich dachte, du wärst schon draußen. Nein. Da hab ich mich umgeguckt, wo bist du denn? Wir noch in der Kirche. Kaufen, verkaufen? Nein, in die Kirche. Kirche. Ja. Kirche. Kirche. Psalm 41,3. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Siechbette. Du hilfst ihm von aller Krankheit. Ein unbeschreibliches Gefühl, wieder in Fort's End zu sein. Bitte geh noch nicht. Ach so, sorry. Hier ist ein Safe. Für dich. Ich knack den. Nein, ich knack den. Damit die Leute das bei mir auch mal sehen. Im Leben kann alles passieren, aber zwei Dinge bleiben immer gleich. Oh! Ich bin ja genial. Interaktiv, ne? Also, ein unbeschreibliches Gefühl, wieder in Fort's End zu sein. Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Prost. Wir brauchen dich. Wie du sehen kannst, sorgt John C. dafür, dass viele Menschen leiden. Und John ehrlich gesagt, oder John Cena. Mir das zu John viel. Cena! Diese Menschen brauchen mich. Ich trage die Verantwortung für sie. Aber das heißt, dass es immer schwerer für mich wird, Kontakt zum Widerstand zu halten. Falls du die Gelegenheit hast, sieh mal im Osten bei unseren Leuten auf der Woodson Schweinefarm vorbei. Geh mal in Osten. Ich habe schon ein paar Tage nichts von ihnen gehört. Himmel! Jetzt muss ich das alles doch mal hören, Mann! Bleib doch hier! Bleib doch! Ja, ja. Konflikt! Oh, ich hab's gerade schon gesehen, der rotzt mich jetzt weg. Oh Mann, du bist so... Jetzt erzähl mir was! Buba hat mich gerettet. Gibt es noch einen Lichtschimmer? Was ich sagen wollte, ich habe schon ein paar Tage nichts von ihnen gehört. Das macht mir Sorgen. Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen unserer Kämpfer zu verlieren. Nutz die Gelegenheit. So.
erstmal machen wir, glaube ich, die Nebenmission, oder? Die Eierfeier kommt. Ja. Doch das hält Casey Fixman nicht davon ab, sie trotzdem abzuhalten. Hilf ihm, die Leute zusammenzutrommeln. Der voll gestürmt ist. Oh, schön. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, ja? Ich am Klettern bin. Was machst du? Da liegt einer. Ich hab einen Traktor. Halt, warte mal, warte mal, warte. Kannst du den reparieren? Nee. Was hast du da gemacht? Hä, was hast du denn da gemacht? Der explodiert doch jetzt gleich. Nein. Nehm mich mit! Nein! Buma! Nein! Nein, Blut! Buma! Du hast Buma getötet! Buma, es tut mir leid! Es tut mir leid! Warum hast du denn mal einen Traktor in die Luft gesprengt? Oh, der guckt ganz der traurig! Der fackelt gleich ab! Buma, komm her! Buma guckt nicht so traurig, es tut mir leid! Okay, er hat mir verziehen. Bei mir ein bisschen besser aufgehoben. Schließt ja ein Stück mehr zu. Aua, aua, aua. Warum hast du denn mein Fahrzeug kaputt gemacht? Ich wollte Traktor fahren. Ja, aber ich wollte eigentlich Traktor fahren. Kannst du noch mit mir reden drüber? Nein, nein. Leck dich ab. Leck dich ab! Okay, er hat mich gesehen. Dann habe ich eine Dose geworfen und dann hat er sich gedacht, wo kommt die Dose her? Ich hab Standbild! Du bist ausgestiegen aus dem Auto, ich dachte du willst... Ich hab Standbild! Okay. Ja, bin ich auch, aber ich hab trotzdem Standbild. So. Kann ich eigentlich unter Wasser die Fische fangen? Nein, wahrscheinlich nicht. Wow, das Haus ist gerade bei mir neu gespawnt. So wie immer also. Ja. Ah, ich hab die wird geschossen. Jetzt schon. Ah, wir müssen mit dem sprechen. Das heißt, wir dürfen die gar nicht töten. Ah, wir sollen mit dem sprechen. Ach, der schießt auf Vögel. Verrückter Kauz. Der Pierce Hudson steckt in Schwierigkeiten. Warte auf mich! John hat sie. Einer der scheiß Geier hat den Schlüssel zu meiner Scheune verschluckt. Ist eine lange Geschichte. Sagen wir einfach, dass ich unpässlich war. Du musst mir helfen. Ziele, die sich bewegen, treffe ich einfach nicht. Knall diese Geier ab. Einer von denen muss den Schlüssel haben. Ja, richtig. Töte die Geier. Na gut. Und? Nö. Warte, warte, ich hab eine Lösung. Oh, warte, du musst mich mal näher fahren. Ich sehe die nicht. Den anderen kannst du gerne. Der Mann, der ist bis nach hinten gerutscht, ey. So. Ich hab, glaube ich, den Schlüssel gefunden. Jawohl, ich hab ihn. Net-net. Das war doch mit Absicht. Du Wichser. Was?
hast mich umgefahren. Nein, ich hab umgedreht. Du hast mich fast umgefahren. Das war richtig knapp. Okay. Abschließen. Erstmal lesen. Was denn lesen? Da ein Zettel. Alles, was man dafür braucht, ist hier drin. Lass mich rein! Weg ist nach. Manchmal muss man vor der Schlacht nochmal in sich gehen. Richtig. Das müssen wir zerstören. Das Tor. Warte mal, bleib mal stehen bitte. Ich möchte hier drin hinten fahren. Was machst du? Da oben auf dem Silo ist wieder was drauf, beziehungsweise das Silo müssen wir zerstören. Jetzt habe ich es gecheckt. Nicht oben auf dem Silo, sondern das Silo. Darf ich das sprengen? Ja, spreng das mal. Warte, wir entfernen uns zu weit vom Missionsziel. Wir fahren da mal rüber. Oder so. Peng! Jawohl! Ich hoffe, hier ist keine Anschnallpflicht. Amerika. Ich hab Standbild! Sehr gut. Fährst im Kreis. Ich bin im Boden! Hä? Ich lade! Ich bin unter die Map gefallen! Ich lade! Ich bin im Ladebildschirm gelandet! Ja, ich bin gestorben! Bin Mission ich glaub, du verlassen? Auch. Hä? Ich glaube, wir sind beide gestorben. Hä? Ich bin gerade noch gefahren! Ja, du bist gegen den Baum gefahren, dann hat das Auto wieder... Nein! Ich stand bei mir auf der Straße! Mensch, bei mir bist du in den Wald gefahren, gegen den Baum, das Auto hat sich gedreht, ich bin unter die Map gefallen, ich wollte mein Wingsuit öffnen und dann bin ich gestorben. Aber es war schön, die ganze Welt mal von unten zu sehen. Bald über einen noch größeren Personalmangel klagen. Okay. Der Kongress das. Den derzeitigen Haushaltsentwurf absegnet, werden viele Polizeidienststellen in Montana entweder zwangs... Achso, das ist hier zerstört. Wie kannst du blinden, Mann? Ich bin voll. Okay. Also meine letzten Folgen sind echt alle... Wenn man Bugs sehen will, es ist ein großes Fest, es ist ein großes Spektakel. Ich stehe auf dem Anhänger. Also, ach so, okay. Ich stehe auf diesem Mittelteil. Jawohl! Was du? Hallo! Hallo! Hi! Jetzt sehe ich dich auch! Warte, lass mich mal was probieren. Ich breakteste dich jetzt mal. Oh, ich hab Standbild! Wunderbar! Alles passiert! Ich hab gebremst und dann bist du weggeflogen. Ich will den Bär töten. So, warte, ich breakteste dich nochmal. Okay, diesmal nicht. Ich glaube, das war, weil du gegen Wogi gefahren bist. Nein, ich bin irgendwo gegen gefahren. Ich hatte nur Standbild wieder. Ah, ja, ich glaube, ja, ich. Aber beim Standbild bist du, glaube ich, gegen den Bär gefahren, meine ich. Hallo! Hallo! Einfach hier in der Stadt abgeben. Ja.
Oh, das Lied aus Far Cry 4. Ja, stimmt. Wow! Ich komm rein. Warum gehst du raus? Weil ich nur diesen einen Teil hören wollte. Guck mal, hier ist noch ein Hundi. Und den kann man auch streicheln. In meinem Schwein hier ist zu wenig Geldi. Das hat sich gerade so angehört. Oh, da ist ein Hundi. So, warte, jetzt können wir mit dem Typen quatschen. Okay, komm. Das Spiel ist grandios. Du kannst mit deinen Freunden spielen. Okay, Deputy. Heben wir den Testosteronspiegel und geben wir den Leuten das Feuer, das sie brauchen. Bisher haben wir unsere Montana-Prachtstücke auf fünferlei Weise serviert. Gebacken, frittiert, gekocht, gedämpft, getrocknet. Und dazu hatten wir sogar ein eigenes Dessert. Nüsse im Schlafrock. Aber das wird dieses Jahr nicht reichen. Wir brauchen was Neues, was Aufregendes. Wir werden ein Buffet kreieren, bei dem jedem Fernsehkoch der Arsch auf Grundeis geht. Drei neue Zubereitungsarten für die Fleischpflaumen. Als Hackfleisch, gebraten und blau. Die ersten beiden sind einfach. Ein Mulcher-Traktor und Feuer sollten reichen. Die dritte? Also, sagen wir es so, einen Stier zu unterbrechen, wenn er versteckt die Salami spielt, ist mit das Gefährlichste, was man tun kann. Aber deswegen schmeckt sie auch so lecker. Bring mir das Fleisch, wenn du fertig bist. Dann starten wir dieses Fest mit einem Knall. Okay. Ich bin stolz darauf, dass ich mich selbst versorgen kann. Weiß ich nicht. Guckt nur sehr erwartungsvoll. Sie redet nicht mit mir. Da drüben ist der Kriegsveteran. Kann nicht mehr gut laufen. Ich hoffe, er steckt nicht in Schwierigkeiten. Ich wäre ruhiger, wenn du mal nach ihm sehen könntest. Okay, ich kann dir gar nicht genug lassen, dass du Puma gerade bei mir durch die Wand geglitscht. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Ich glaube, Puma ist bei mir durch die Wand geglitscht. Ah, jetzt schon wieder, der ist ja auch durch die Wand geglitscht. Der Puma mag keine Wände. Puma, komm mal her. Meine Güte, ist der am Rumrennen. Wir sollen zu Davenport fahren. Und was ist hier? Larry Parker. Hier, sprechen wir mal kurz. Oh, der zittert aber. Braver Boomer! Braver Boomer! Ich will die Katze haben. Du meinst den Jagdkind. Tausend Dank. Weil Peaches. Kommen wir noch hin. Bist du? Ich hab schon wieder Geld. Ich muss gerade mal was noch einrichten, was ich noch haben wollte. In meinem Waffen. Alles klar. Ich hab nur 2800, ich kann mir nicht mal eine Jacke leisten. Doch, ich kann sie mir leisten. Mode muss sein. Erfolg freigeschaltet. Mhm. Wir können übrigens hier das Eierauto mitnehmen, ne? Oh, die Musik läuft sogar noch. Vorbei? Schade. Wir haben unseren Anhänger verloren. Ja. Ich habe keine Ahnung. Der ist abgegangen beim... als wir das abgegeben haben. Okay. Schmeißt du da gerade mal C4 in das Auto? Ich muss noch eben die Leute hier looten. Der hockt da so, als ob der was okay, will. Okay, warte, dann schmeiß nichts dran. Dann mach ich meinen Weg. Guck mal. Moment. Der plündert mal für dich, der Puma. Richtig. Guck mal, der Typ, der hockt ja so, als ob er was von mir wollte, ne? Puma, du musst von dem Auto weg! Puma, komm! Alles gut! Ja, alles gut! Der will was, ne? Der Kollege hier. Der ja. Zuckt auch noch so richtig betteln. Ah,
warum, was ich da drüben sehe. Warum nicht rein? Ich meine, ich kann auch einfach vorne sitzen. Das ist, da ist glaube ich, noch so ein Silo. Lass uns doch mal das Silo kaputt machen. Bam! Nein, ich bin da vorne. Ich bin da vorne. Hilfe kommt. Ich bin hinüber. Wenn du mir nicht hilfst. Danke. Unfassbar, dass die Sekte mich so erwischen konnte. Ja, unfassbar. Wo ist denn der Typ denn? Ach, da. Eden Gate hat die Straßen gesperrt und versucht den wachsenden Widerstand. Okay, der hat Straßensperren errichtet. Die Leute haben uns Bescheid gegeben, dass... Nebenmission bewaffneter Valley-Konvoi, hat der mir uns gerade was drüber gesagt. Olli. Neue Waffen im Laden freigeschaltet. Olli! Bescheid gegeben, dass ihr Bunker überwacht. Oh, nice! Nein, nein! Oh, da hab ich irgendwer getroffen. Ja, den Typen hast du getroffen. Oh, wie geil. Hättest mich liegen lassen sollen. Ich fahr hier mit. Ich fahr hier mit. Und los geht's. Okay, wo fahren wir hin? Geradeaus, siehst du das Haus links von uns? Das her? Gelbe? Ja, da ist noch was für uns. Da müssen wir nochmal hin. Ah, okay, ja. Oh, warte mal, das ist sogar ziemlich krass. What the f... Was zur Hölle? Hier ist übrigens ein Safe. Wer ist da? Zeig dich! Hilf mir! Okay. Wir müssen drei Generatoren abschalten, um den herauszukriegen. Aber ich will erstmal Geld. So, hier ist der erste. Interagieren. Da ist der zweite. Und hier hinten ist der dritte irgendwo. Ja. Okay, das waren alle. Hallo Larry! Larry Laffer. Leonard? Anne hat gesagt, dass bald Hilfe kommt. Es kann kein Zufall sein, dass du hier bist. Vergiss diesen Sekten-Nonsens. Das lenkt dich nur unnötig ab. Auf uns beide warten wichtigere Dinge. Richtig. Drei Worte. Gefahr im Verzug. Gefahr? Noch zwei Worte. Gefahr. Globale Katastrophe. Mehr kann ich nicht sagen. Die hören alles mit. Die filtern nach Schlüsselbegriffen, damit sie uns erfassen und in Stücke sprengen können. Das darf nicht passieren. Ich werde sie aufhalten und du kannst mir helfen. Aber wir kommen erst weiter, wenn wir ihre Abhörgeräte auf dem Purple Top Sendemast zerstört haben. Und wenn wir das nicht schaffen, können wir sie nicht überlisten und ausmanövrieren und Scheiße, was ich meine. Showtime! Nein, er hat gerade seinen eigenen Schwanz gejagt. Oh, das habe ich nicht gesehen. Oh. Hier drin ist noch ein Comic. Na, ich will da runter. Wo ist ein Comic? Hier drin. Wo? Auf dem Tisch. Hier? Ja. Hier ist nix. Doch, hier. Dann hast du den vielleicht auch schon bekommen jetzt. Dass man nicht mal einzeln was sammeln kann. Warte, warte, warte. Okay, los geht's. Mal kurz was gucken. Aktuelles Missionsziel. Warum ist das markiert? Hast du da eine Markierung hingesetzt? Nee, ich hab. Ja, ich hab aus Versehen eine gesetzt. Die war keine Absicht. Achso. Okay, also gehen wir jetzt zum. So, den Typen fahren wir über den Haufen. Nicht dabei. Wow, ein riesen Blutfleck auf der Scheibe. Und den nächsten auch. Oh, der ist geflogen. Der ist geflogen. Da kommen noch mehr. Wo ist der andere hin? Ich hab beide überfahren. Ah, das ist ein Leben.
Ah! Ja, der hat mich nicht. Ich hab einen. Bis dann. Bumm. Ich hab Standbild! Ah, deswegen kann ich nicht plündern. Ich treffe ihn nicht! Auch nicht. Ich glaube, den anderen hast du wirklich in Stücke zerfetzt. Hier ist eine Sonderwaffe. Ah ne, hier liegt er. Das macht einen riesen Blutfleck auf der. Ja, ja. Wait for me. Hey, wo ist denn der LKW hin? Hier war doch. Ach, da hinten ist er. Egal, komm. Da bin ich da wohl irgendwie vorne reingekommen. Dankeschön. Ja, gerne. Willst du weiterfahren? Ja. Oh, war das du wieder? Halt! Ich hab nicht mal Gas gegeben. Du bist aber ganz schön rot jetzt, du. Nicht so viel Ketchup essen, mein Freund. Halt, ich bin wieder runtergefallen. Jetzt, los. Ja, was hast du mir da so einen riesigen Knackser in die Windschutzscheibe gemacht? Da läuft einer! Ja, ja. Also soll ich den überfahren? Nein. Ich schick einfach Boomer drauf. Okay, oder nicht? Einfach was dann. Das sieht echt gefährlich aus. Das sieht so aus, als ob du da gleich vorne runterfällst. Von mir aus gesehen. Achso. Ich muss mal jeden da erkannt. Wo? Noch ein Tracker. Noch ein Tracker. Oh, sogar ein Gegner drin. Oh, wir machen Duell. Er steigt aus, der Idiot! Er hat mich getroffen, ich musste leider. Er ist tot. Ja, ich hab erschossen, hab ich ihn. Echt? So, ganz schön rot. Wo ist der hin? Oh. Ich bin fast reingelaufen. Okay, auf geht's. So, warte mal, bevor wir weiterfahren. Pass auf, nicht Boomer überfahren. Bevor wir weiterfahren, ich schau grad mal auf die Uhr. Oh ja. Es ist schon wieder vorbei. Das heißt, ich danke an dieser Stelle fürs Zuschauen. Zu dieser Zeit, wollte ich erst sagen. So, fürs und jetzt? Zuschauen. Oh, Männerkuss. Wenn es euch gefallen hat, like das Video, kommentiert das Video. Und wer das Duell gewinnt, das seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss. Farbsimulator 2018. Tschüss.